Gut, dann fangen wir an. Mein Name ist Dr. Samuel De Haas, das ist mein Kollege, der Jan-Thomas Schäfer. Wir sind eingeladen worden, heute von der UB ein bisschen was zu erzählen über Big Data in der Praxis. Im Speziellen geht es heute um Web-Scraping und Text-Mining. Okay, wir wollen ganz kurz, auch einfach aufgrund der kurzen Zeitperiode, die wir haben, wollen wir ganz kurz eine Einführung geben in automatisierte Datengewinnung, im Speziellen eben in das Thema Web-Scraping und Text-Mining. Außerdem wollen wir eine kleine Motivation dafür geben, wofür können Sie das im Studium oder auch in der Forschung brauchen. Als Motivation habe ich zwei Zitate mitgebracht aus wissenschaftlichen Journals. Das Zitat Nummer 1, Top Journals are publishing many fewer papers than represent pure theory, regardless of subfield. Somewhat less empirical work based on publicly available datasets and many more empirical studies based on data collected by the authors. Also was wir sehen, ist ein Trend in der Forschung hin zu empirischen Arbeiten. Die reine Theoriearbeit ist in der Forschung nicht mehr so häufig vertreten, wird nicht mehr so häufig in Journals abgedruckt. Und insbesondere sind empirische Studien mit eigenen Daten gefragt. Eigene Daten bedeutet, okay, ich habe ein neues Datenset, was sonst kein anderer Forscher zur Verfügung hat. Und darauf basieren dann meine Forschungsfragen und auch die Ergebnisse. Die zweite Motivation ist, if data available were a simple problem, it would already have been resolved. Also klar, die Datenverfügbarkeit ist ganz, ganz häufig ein Problem, vor allem wenn wir eben empirische Studien uns vorstellen mit eigenen Datensets oder mit Datensets, die sonst keiner verwendet. Insbesondere ist das ein Problem für Studierende und Forscher kleinerer Universitäten. Also wenn man aus Stanford kommt, hat man ein bisschen bessere Karten, wenn man bei Firmen nachfragt, kann ich Daten bekommen. Es gibt Forschungsinstitute, die bieten Datengewinnung an. Das kostet aber viel Geld. Das ist für Mitarbeiter, so wie wir es sind, an der JLU oder eben auch für Studenten häufig ein Problem. Ein Lösungsansatz von uns ist das sogenannte Web-Scraping. Die Idee hier ist, okay, viele Daten, die uns interessieren, gibt es frei verfügbar im Internet. Preisdaten, Verfügbarkeiten von Artikeln, ganz viele Geodaten über Google Maps. Das Problem ist, es ist natürlich nicht in einer aufbereiteten Art und Weise verfügbar. Es ist für den Endnutzer gedacht. Was haben die Leute früher gemacht? Naja, sie haben stundenlang für ihre Hausarbeit probiert, irgendwas aus dem Internet rauszuziehen. Oder es wurden Kohorten an Hiwis engagiert, die dann die Daten irgendwo ziehen mussten. Das ist dank Web-Scraping ein Thema von gestern. Genau, jetzt gehen wir direkt mal ins Grundkonzept rein. Genau, vielen Dank Samuel. Hallo auch von meiner Seite. Ich möchte euch so ein bisschen das Grundkonzept und die technische Umsetzung des Web-Scrapings erklären. Was ist eigentlich Web-Scraping? Also Web-Scraping an sich ist eigentlich nur ein großer Teil des Gesamtprozesses. Ja? Ein Web-Scraper ist im Prinzip ein Bot, der automatisiert Webseiten ansteuert und den Quelltext herunterlädt. Ja? Wenn man diesen Quelltext hat, kann man in einem nächsten Schritt durch sogenanntes Parsing verschiedene Informationen aus dem Quelltext herausziehen. Ja? Falls jemand schon mal das Wort Text-Mining gehört hat, das funktioniert im Prinzip ähnlich wie das Text-Mining. Man hat einen ungecleanten Text und versucht aus diesem Text irgendwelche Informationen rauszuziehen. Und genauso funktioniert das Parsing bzw. in Kombination mit dem Web-Scraping auch. Ja? Ein Web-Scraper hat im Allgemeinen sechs Teilbestandteile. Am Anfang hat man immer irgendeinen Input. Ja? Ganz vereinfacht gesagt kann es eine URL sein von einer Webseite, die ich ansteuere. Wenn ich den Browser öffne, lädt sich im Hintergrund der Quelltext. Wenn die Seite fertig geladen ist, speichere ich mir diesen Quelltext ab und gebe den an meinen Parser weiter. Ja? Der Parser zieht dann die Informationen aus dem Quelltext, die ich benötige. Danach bereinige ich diese Informationen und kann sie dann exportieren, zum Beispiel zur Verwendung in Excel oder in Stata. Ja? Ganz so einfach, wie sich das jetzt anhört, ist es natürlich nicht. Insbesondere der erste Schritt ist immer eine gewisse Herausforderung. Also welchen Input nehme ich denn eigentlich, um den an eine Webseite weiterzugeben? Viele Einsteiger, die sich das erste Mal mit Web-Scraping beschäftigen, denken, oh super, jetzt habe ich ein super Tool, mit dem ich in 2 Minuten alle Daten von Amazon auslesen kann. So einfach ist es leider nicht. Ja? Also Amazon listet über 1 Million Produkte und ich muss meinem Web-Scraper irgendwie sagen, welche Produkte davon relevant für mich sind.
Ja? Das heißt, ich muss ganz am Anfang eine Liste mit Inputs anlegen. Das kann ich per Hand machen, indem ich einfach auf Amazon zum Beispiel gehe und mir verschiedene Produkte raussuche, die mich interessieren, und dort die Produktnummer abspeichere. Oder ich gehe auf Herstellerseiten und ziehe mir da die Produktbezeichnung. Ja. Gleich werden wir zum Beispiel Daten für ein Buch von Amazon ziehen, und da bietet sich auch die ISBN-Nummer zum Beispiel an. Also ich brauche irgendeinen Identifier, den ich an die Webseite übergeben kann, um danach die Informationen abzurufen. Ja. Und selbst wenn ich den Quelltext für zig hunderte, zigtausende Seiten habe, habe ich immer noch nicht direkt die Informationen, die mich interessieren. Ja. Der nächste Schritt ist dann, sich den Quelltext dieser Seiten genau anzugucken. Die sind immer ähnlich aufgebaut. Ja. Die sind meistens in HTML programmiert, beziehungsweise mit neueren Technologien, PHP, CSS und so weiter. Aber diese Grundstruktur, diese Programmierlogik von HTML zum Beispiel kann ich mir zunutze machen, um die Informationen, die mich interessieren, aus dem Quelltext zu ziehen. Ja? Da zeige ich gleich noch ein Beispiel. Erstmal habe ich jetzt ein Video vorbereitet, um so ein bisschen zu verdeutlichen, wie ich eigentlich Daten an eine Webseite übergeben kann. Ja? Also wir sehen hier die Webseite von Amazon. Und hier gebe ich jetzt einfach mal einen Suchbegriff ein. Ja, das ist einfach ein zufällig ausgewähltes Buch, nach dem ich jetzt suche. Und sobald ich die Suche, das Suchformular ausgelöst habe, sieht man, dass mein Suchbegriff hier oben in der URL auftaucht. Ja, also das ist genau das, was ich eben hier eingegeben habe. Das heißt, ein Ansatz, um Inputs an eine Webseite zu übergeben, wäre einfach oben die URL entsprechend anzupassen. Ja, wenn ich jetzt hier einfach einen anderen Suchbegriff eingeben würde, würde Amazon mir die Suchbegriffe zu dem anderen Suchbegriff ausspucken. Ja. Es geht aber noch ein bisschen einfacher. Wenn ich dieses Produkt jetzt öffne, verändert sich die URL hier oben wieder. Ja, also hier steht immer noch der Suchbegriff, aber hier ist jetzt auch noch eine Nummer reingekommen. Ja, das ist die Produktnummer. Bei Amazon heißen die ASIN, beziehungsweise hier ist es die ISBN. Man kann sich das Ganze auch angucken, wenn man auf der Seite ein bisschen runterscrollt. Diese Produktnummer hier oben findet sich auch hier unten bei den Metadaten zu diesem Artikel. Ja? Was mache ich jetzt im nächsten Schritt? Ich versuche, diese URL hier oben so weit zu bereinigen, dass nur die Produktnummer drin steht. Ja, weil das gibt mir dann in dem nächsten Schritt, wenn ich versuche, das Ganze zu skalieren, die Möglichkeit, einfach Produktnummern hier oben einzufügen und ich komme direkt zu der Produktseite und kann mir dann dort die Informationen ziehen. Ja? Und das geht bei Amazon Gott sei Dank relativ einfach. Man löscht im Prinzip alles bis auf diese zwei Buchstaben und die Nummern weg und kann darüber immer noch dieselbe Produktseite ansteuern. Ja? Und das Ganze, was ich jetzt per Hand gemacht habe, automatisieren wir später. Ja? Also das war das, was Samuel am Anfang gesagt hat. Früher hätten wir einen Hiwi an den Rechner gesetzt, der wäre auf Amazon gegangen, hätte tausende von Produkten angeklickt und die Informationen per Copy und Paste in eine Excel-Liste geschrieben. Ja? All das automatisieren wir. Hier noch ein Beispiel, wie das Parsing am Ende funktioniert. Angenommen, wir interessieren uns für den Preis des Buchs. Hier kann man sich den Quelltext anzeigen lassen. Das funktioniert in jedem Browser. Sehen wir, dass in diesem Quelltext auch an irgendeiner Stelle dieser Preis steht. Ja? Das außenrum ist diese HTML-Struktur, von der ich gesprochen habe. Und dieser Klassenname, der beinhaltet zum Beispiel hier auch Preis. Ja? Und dieser Klassenname ist auf allen Amazon-Seiten gleich, auf allen Produktseiten. Das heißt, wenn ich diesen Klassennamen einmal identifiziert habe, dann ist es egal, welches Produkt ich aufrufe, der Preis steht immer an dieser einen Stelle. Ja? Wie sieht das Ganze jetzt konkret von der Programmierung her aus? Wir programmieren unsere Webscraper in Python. Python ist Open Source.
Kann sich also jeder kostenlos runterladen. Das hier ist der sogenannte Spider-Editor. Der wird insbesondere gerne zum wissenschaftlichen Arbeiten und Programmieren verwendet. Ist auch Open Source. Ja. Was man hier sieht im Hauptfenster, ist der Code, den ich geschrieben habe, um Amazon auszulesen. Ja. Und man wird gleich sehen, der ist gar nicht so lange. Ja. Also das sind bereinigt um die ganzen Leerzeilen und Kommentare weniger als 200 Codezeilen. Ja. Natürlich, bis der läuft, muss man ein paar Stunden Arbeit reinstecken. Aber wenn er einmal funktioniert, dann ist es egal, ob ich Daten für eine ISBN abrufe oder für 100.000. Ja? Das ist vollkommen egal. Oben rechts sieht man die Variablen, die definiert sind. Da sind zum Beispiel die Input-Variablen abgelegt. Ich habe hier eine Variable angelegt, die habe ich Coffee Lecture genannt. Da steckt zum Beispiel jetzt die ISBN bzw. die ASIN für einen Artikel drin. Und für den rufen wir jetzt die Daten ab. Ja, im Hintergrund öffnet sich jetzt der Browser. Der taucht gleich auf diesem Fenster auf. Und dann sieht man schon das erste Problem. Ja, immer wenn man versucht, automatisiert Amazon auszulesen oder andere Seiten, bekommt man irgendwann das Problem, dass man als Bot erkannt wird und dann muss man solche tollen Bildchen lösen. Ja. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir eine Texterkennung laufen haben, die diese Buchstaben ausliest und dann versucht, dieses Capture zu lösen. Ja. Das funktioniert nicht super gut, aber nach 4, 5 Versuchen ist das Capture gelöst. Ja, man sieht jetzt, es wiederholt sich immer wieder. Irgendwann ist die Seite geladen und der Scraper ist durchgelaufen für diesen einen Artikel. Ja, das Ganze hat jetzt für dieses eine Buch stolze 20 Sekunden fast gedauert. Das Ganze geht aber auch noch wesentlich schneller. Ja. Und man kann sich jetzt hier anschauen, welche Informationen unser Webscraper von der Seite gezogen hat. Das sind Metainformationen zu diesem Buch und auch der Preis. Ja. Und natürlich macht es jetzt Sinn, das nicht nur für ein Buch zu machen, sondern für eine Vielzahl. Also in diesem konkreten Anwendungsbeispiel haben wir 60.000 Bücher, für die wir die Daten ziehen. Und wir machen das auch nicht mit einem Browserfenster gleichzeitig, sondern zurzeit so zwischen 16 und 40 Browser öffnen sich da gleichzeitig. Ja. Ich habe das jetzt hier nochmal mit 4 Browsern programmiert. Das wird man gleich sehen, das geht dann wesentlich schneller. Ja. Hier ist meine Inputliste mit den 60.000 ISBN-Nummern. Da starte ich jetzt auch wieder den Webscraper. Es dauert einen kleinen Moment, bis der angelaufen ist und dann sieht man gleich die Browserfenster wieder aufpoppen. Ja, das sind jetzt 4 Fenster gleichzeitig. Es läuft wieder das Capture-Lösen und nach einer gewissen Zeit ist es für alle Browser abgeschlossen und ich habe für 5 Bücher meine Daten. Ja. Und für die 5 Bücher hat es jetzt 30 Sekunden gedauert. Ja? Und das kann ich skalieren, wie ich möchte. Die einzige Begrenzung ist die Rechnerleistung. So wie in dem Fall. Ich glaube, jetzt ist er in Standby gegangen. Ich werde es mal probieren aus dem Kopf. Also das, was wir jetzt gemacht haben, ist die Motivation. Wir haben es ein bisschen technisch probiert, euch näher zu bringen. Die Idee von dem ganzen Webscraper, was wir noch mitgebracht haben, sind ein paar Ideen aus der eigenen Forschung und vor allem von Studenten von uns, die diese Methodik angewendet haben. Also es ist so, ganz prinzipiell, wir hatten einen Kurs am Fachbereich 02 für Webscraping. Die Finanzierung ist leider ausgelaufen. Nichtsdestotrotz, wenn jemand Interesse hat, unsere E-Mail-Adressen sind hinterlegt, immer gerne auf uns zukommen. Wir helfen gerne, sind offen für Ideen. Und von daher gesehen freuen wir uns natürlich über jeden, der an dieser Methode Gefallen findet und Informationen benötigt. Was haben wir damit selber gemacht? Wir haben Bücher gescrapt, zum Beispiel für die Buchpreisbindung, haben da rausgefunden, dass eine Buchpreisbindung vielleicht doch Sinn macht, weil Offline-Käufe, also in Buchhandlungen, nicht vollständig substituiert werden durch Online-Käufe. Was haben wir noch gemacht? Wir haben den Merger zwischen Postbus und Flixbus im vorletzten Jahr uns angeschaut. Da war in Deutschland die Angst groß, dass die Preise danach
extrem steigen werden. Das konnten wir nicht sehen. Also wir haben uns über 1 Million Preisdaten täglich angeschaut und haben geguckt, wie reagieren die Flixbus-Preise auf diesen Merger. Ein weiteres Beispiel ist, wir haben uns vor 4 Jahren angeschaut, da hat Aldi angefangen. Ich weiß nicht, ob es jemandem bewusst war, aber Aldi war bis vor 4 Jahren der einzige große Discounter, der nur bis 20 Uhr die Shops offen hatte. Alle anderen waren länger geöffnet. Aldi hat dann angefangen, weltweit die Shops zu öffnen und wir haben uns angeguckt, okay, steckt da vielleicht was Strategisches dahinter und nicht nur eine Reaktion auf eine Nachfrage, dass man sagt, in größeren Städten macht man auf, und wir finden raus, ja, tatsächlich scheinen sich Aldi und Lidl ein bisschen abgesprochen zu haben, wo welcher Shop länger aufgemacht wird und wo nicht. Ja, dann hatten wir auch noch ein paar schöne Beispiele aus Studienarbeiten. Ein ganz, ganz heißes Thema aktuell ist Preisdiskriminierung im E-Commerce. Also wenn man so den Verbraucherzentralen glaubt, ist es so, dass Jan mit seinem iPhone mehr bezahlt im Schnitt als ich mit meinem Android-Handy. Was wir rausgefunden haben, beziehungsweise unsere Studenten, und die haben sehr, sehr viele verschiedene Webseiten gescrapt, ist, nein, das ist nicht der Fall. Also es gibt nur höchst dynamische Preissetzung bei den Online-Shops. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich freitags abends oder samstags morgens mir dasselbe Produkt anschaue, da sind die Preise unterschiedlich, aber ein Apple-User zahlt per se nicht mehr als ein Android-User. Dann vielleicht noch ein Beispiel zum Abrunden, dass man auch ganz tolle Sachen mitmachen kann. Wir hatten einen Studenten, der hat sich die Ingame-Preise von Counter-Strike-Waffen angeschaut. Ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Er hat auf jeden Fall auch eine tolle Preisstrategie von den Programmierern rausgefunden, die indirekt probieren, diese Preise zu beeinflussen. Das waren vielleicht auch nochmal zum Abschluss eine kleine Motivation, was man so alles damit machen kann. Vielen Dank. Dankeschön.